Grüß Gott und herzlich willkommen zur siebten Lektion zur Geschichte der Mathematik. Mit dieser Lektion beginnen wir den dritten Block dieser Lehrveranstaltung, in dem es um mathematische Entwicklungen im Nahen und Fernen Osten von der Antike bis ins Mittelalter gehen soll. Wir beginnen dabei mit dem Fernen Osten in China und bewegen uns dann via Indien weiter westwärts. Und in der achten Lektion kommen wir dann im Mittleren und Nahen Osten an und beschäftigen uns mit der Mathematik in den Ländern des Islam. Innerhalb der einzelnen Regionen gehe ich etwas unterschiedlich vor. In China habe ich das Ganze eher nach Inhaltsgebieten aufgeteilt. Für Indien folge ich stärker der historischen Entwicklung. Für Indien gibt es auch so eine Art kleinen Cliffhanger. Da hören wir in dieser Lektion nach der vedischen Periode auf. Der Rest kommt dann in der achten Lektion. Dann sind die beide vom Umfang etwas vergleichbarer. Beginnen wir mit China, das sich als frühe Hochkultur sicherlich nicht hinter Mesopotamien oder Ägypten verstecken muss, die uns Mitteleuropäern schon geografisch und natürlich auch wegen der über Griechenland und Rom etwas direkter in das europäische Kulturerbe eingegangenen Wissensbestände so meist etwas näher liegen als jetzt diese fernöstlichen Kulturen. Die ältesten archäologischen, mathematikbezogenen Funde stammen aus der Anyang-Ausgrabung nahe dem Gelben Fluss und der älteste erhaltene, im engeren Sinne mathematische Text ist das Rechen- und Zahlenbuch Xuan Shu Shu, welches erst 1984 entdeckt wurde und so aus der Zeit um 200 vor unserer Zeitrechnung stammt. Die meisten erhaltenen Quellen sind hingegen Bearbeitungen von Werken, die so um die Zeit 200 nach unserer Zeitrechnung oder später stammen. Liegt daran, dass da leider so eine groß angelegte Bücherverbrennung stattgefunden hat. Die Quellen dieser Bücher reichen in der Regel so um die Zeit bis 100 vor Christus zurück. Damit ist die Quellensituation insofern zumindest etwas besser als für das antike Griechenland, als wir über so etwas zeitnähere Bearbeitung verfügen, die oft auch ausdrücklich die OriginalautorInnen benennen. Hinsichtlich des Stils der mathematischen Arbeiten sind die erhaltenen Texte hingegen eher mit Ägypten und Mesopotamien vergleichbar. Es handelt sich weit überwiegend um Rechenanleitungen mit nur ganz wenig Ansetzungen zur Begründung der dort dargelegten Rechenverfahren. Wir können außerdem sagen, dass die Ursprünge der mathematischen Tätigkeiten hier ganz vergleichbar mit denen in Ägypten und Mesopotamien sind. Die Sammlungen sind Lehrtexte für den Unterrichtsgebrauch einer Klasse von Staatsbeamten, die eben überwiegend Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Ein sicherlich auch interessantes Thema wäre die Entwicklung der Mathematik in den Nachbargebieten des heutigen China. So haben etwa Korea und Japan bis ins frühe Mittelalter verfolgbare mathematische Traditionen. Das Problem ist allerdings, dass zu dieser Mathematik bislang kaum gute Überblicksarbeiten in europäischen Sprachen vorliegen, sodass wir hier China einfach mal stellvertretend für den ganzen Fernen Osten hernehmen werden. Wenn wir über die Geschichte des alten und mittelalterlichen China reden, so umfasst das einen Zeitraum von wenigstens 3000 Jahren. Da kann man natürlich nur ganz exemplarisch hereinschauen. Erwähnt hatte ich schon die Anyang-Ausgrabung, frühes 20. Jahrhundert am Gelben Fluss. Die Funde datieren etwa auf 2000 vor unserer Zeitrechnung und der bekannteste Fund ist der hier abgebildete Orakelknochen, welcher einen Schildkrötenpanzer darstellt, auf dem Schrift- und Zahlzeichen eingraviert sind. Die Shang-Dynastie läutet in China um das Jahr 1500 vor unserer Zeitrechnung die Bronzezeit ein und die darauf folgende Zeit, die Su-Dynastie, ist besonders deshalb erwähnenswert, weil in diese mit über 500 Jahren recht lange Phase die Begründung der drei Lehren Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus fällt. Hier im Bild symbolisiert dadurch, dass Konfuzius Lao Tse den jungen Gautama Buddha überreicht, was sich wiederum von den vermutlichen Lebensdaten der drei geistigen Führer nicht so ganz ausgegangen haben dürfte.
Diese Zeit fällt auch die Gründung der ersten Akademien. Nach einer etwa 200-jährigen, eher hektischen Phase der Zeit der streitenden Reiche, der wir den sehr ansehnlichen, Oscar-nominierten Jet Li-Kostümschinken Hiro verdanken, folgt die Qin-Dynastie, in die mit dem Bau der Großen Mauer und der Terrakotta-Armee im Mausoleum des Kaisers Shuangdis zwei der imposantesten noch erhaltenen Bauwerke der Antike fallen. Unter Fürst Xiao wird dabei ein straffes Verwaltungssystem etabliert, welches erstmals dem Legalismus folgt, also eines Regierens nach Gesetzen und nicht mehr nur nach der Tugend. Für ganz China wird ein bürokratischer Zentralstaat etabliert, der auch die folgenden Perioden überdauern soll. Die Han-Dynastie ist von einem Erstarken des Buddhismus gekennzeichnet und einer eher unrühmlichen, groß angelegten Bücherverbrennung im Jahr 212 vor unserer Zeitrechnung. Es folgen dann wieder einige Perioden, in denen die Einheit Chinas aufgebrochen wird, die Zeit der drei Reiche, die Yin-Dynastie und dann die Phase der nördlichen und südlichen Dynastien. Wer sehr viel Sitzfleisch, eine Toleranz für Untertitel und das sogenannte Wuxia-Genre mitbringt, da haben sie so viele Schwertkämpfe und die Leute werden gerne so mit so Seilen durch die Luft gezogen, der kann sich das in dem gut 50-stündigen Epos Nirvana in Feier mal hereinziehen, wie so diese Periode ausgeschaut haben könnte. Eine Phase größerer Stabilität ist dann wieder die Tang-Dynastie, die eine weitere kulturelle Blütezeit darstellt und in der der Buddhismus weiter an Einfluss gewinnt. Im Geschichtsunterricht habe zumindest ich noch gelernt, dass Johannes Gutenberg im ausgehenden 15. Jahrhundert den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden hat. Da können die Chinesen aber nur müde lächeln, denn bei ihnen verortet man diese Erfindung so um das Jahr 1000 herum, zur Zeit der nördlichen Song-Dynastie. Diese Zeit ist auch die Zeit des Neokonfuzianismus, in der sich der chinesische Beamtenstaat mit Einführung eines zentralen Examens etabliert. Wenn von den Erfolgen asiatischer Schulsysteme in Pisa die Rede ist, werden Sie unter Umständen auch den Terminus konfuzianisches Examensystem hören. Tatsächlich haben in vielen asiatischen Staaten noch heute zentrale Prüfungen, die auch relativ früh im Leben der jungen Menschen ansetzen können, teils ganz dramatische Folgen für deren weiteren Lebensweg, was einerseits zu hervorragenden Leistungen in internationalen Leistungsstudien führt, bisweilen aber hinsichtlich der Folgeerscheinungen aus westlicher Perspektive sehr kritisch gesehen wird, etwa ein stark ausgebautes, für Eltern bisweilen sehr kostspieliges Schattenschulsystem und hohe Selbstmordraten unter jungen Menschen und allgemein ein sehr hoher Konformitätsdruck. Uns Europäern sehr vertraut ist dann einerseits die Zeit der mongolischen Eroberung Chinas und andererseits eben die Reiseberichte des venezianischen Händlers Marco Polo, die genau in diese Zeit reinfällt und die 2012 auch zu so einer nicht so richtig erfolgreichen Netflix-Serie verwurstet worden ist. Interessanterweise verortet man das sogenannte goldene Zeitalter der chinesischen Mathematik gerade auf die Yuan-Dynastie, die vom mongolischen Führer Kublai Khan begründet wurde. Für die Ming-Dynastie geht man von intensiven Kontakten mit persischen und zentralasiatischen Gelehrten aus, insbesondere im Bereich der Astronomie. Und ein Austausch mathematischer Kenntnisse mit Europa dürfte so ab dem 16. Jahrhundert stattgefunden haben, da setzt nämlich die jesuitische China-Mission ein. Damit wollen wir es mit dem historischen Überblick auch mal gut sein lassen. Im nächsten Video widmen wir uns dann, wie schon geübt, den Zahlzeichensystemen und der Arithmetik.